So, und damit willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Im letzten Part haben wir hier dieses wunderschöne Feld angefangen zu bauen. Jetzt müssen wir aber noch schauen, dass wir dieses Feld natürlich auch noch sinngemäß nutzen können, indem wir mal ein bisschen was einpflanzen drinne. So, ich mache mir deswegen mal gleich mal ein paar Stöckchen und mache mir eine schöne Hacke, damit wir hier auch was reinpflanzen können. So. Oh, wie geht das jetzt nochmal? So, genau, jawohl. Ja, so, sehr schön. Wir haben eine Hacke gebaut und dann geht's los. Hier 16 Weizensamen haben wir schon. Ja, das ist ja. Ich bin Hobbygärtner. Ja, yeah, Leute, ich habe einen grünen Daumen. Nee, ich bin Agrarunternehmer. Ich bin Agrarunternehmer, deswegen. Wir haben im letzten Part ein Agrarunternehmen auf. Ja, lange nicht mehr. Ich will das Gras nicht zerstören, weil es so schön ausschaut. Gehen wir da rüber, dann zerstören wir das Gras. Auch wenn das auch schön ausschaut. Und Fackeln müssen wir natürlich auch noch hinbauen, genau für die ausreichende Beleuchtung. Und ich muss jetzt hier brutals gegen vorgehen. Gegen das Weizen, um hier das ganze Zeug rauszureißen. Uhu. Wo ist ein Skelett? Das ist ein Skelett irgendwo. Ach, das ist ein Hühnchen. So. Na, das langt nicht. Das langt nicht. Das langt nicht. So. So, das sind schon mal zwei Reihen mehr, wo wir jetzt hier bepflanzen können. So. Ja, wunderschön. Wo ist die Spinne? Wo ist die Spinne? Da ist doch irgendwo eine Höhle oder so darunter, wo doch diese ganzen Idioten sich tagsüber treffen, oder? Das kann das sein? Kann das sein? Ich weiß ja nicht genau. Ich weiß ja nicht genau. Komm, essen wir mal einen Apfel. Das ist schön gesund hier. Genau. Genau, das ist, halt nur, ist natürlich auch, soll ja nicht, dieses Let's Play soll natürlich nicht Unterhaltungszwecke haben. Das soll ja auch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Es geht zum Beispiel heute in dem Part darum, sich gesund zu ernähren. Genau, gesunde Ernährung ist wichtig. Das ist ganz wichtig, dieses Thema. Bei dem ganzen Fastfood-Zeug wird man fett und so weiter. Ne? Ah, deswegen bauen wir jetzt hier schön Weizen an. Da Brot gibt es dann biologisch angebautes Brot. Schön gesund, nicht wahr? Dieser Moment, wenn man sich wie ein Agrarexperte fühlt, wenn man in Minecraft eine Farm aufgemacht hat. Lustig. Oh Mann, wir müssen schon wieder hier das ganze Zeug wegbauen hier, du. Naja, wir haben ja in dem Tempel genügend Knochenmehl und so gefunden, dass wir das neu. Aber bloß nicht auf der eigenen Insel großartig was abbauen, ne? Sondern hier schön. Hier schön, ja. Das ist natürlich klar, ne? Nicht das eigene Grundstück, was ja schön mit einer Insel. Was ja schön eine Insel ist gleich, ne? Ich habe eine eigene Insel, ne? Bloß nicht, sondern. Das ganze Knochenmehl, wir können das auch natürlich das ganze mit Knochenmehl hochzüchten, aber ich will das Knochenmehl nicht verbrauchen. Deswegen mache ich das so. Können wir das mit Knochenmehl hochzüchten, hätten dann gleich ein bisschen mehr Samen. So, und da ist dann auch schon unser Händler mal hier rüber gekommen auf meine Insel. Das ist ja ganz allerliebst. Und
Hier gedeiht das Weizen bereits. Das ist natürlich sehr, sehr schön, das zu sehen, diesen Prozess. Ich pflanze das Weizen ein. Ich wusste so langsam, wie ich hier überleben konnte. Mein Leben wurde immer schöner und es geht viel mir immer besser hier. So, genau, weil... Sonst haben wir was essen. Das Getünchen. Mein Leben war wiederhergestellt. Ich gewöhnte mich an den Ort. Ich wusste auch, dass ich hier nicht alleine war. Da haben wir noch ein bisschen was drin. Das nehmen wir natürlich auch gleich noch hier für das Schweinefleisch, was wir jetzt hier noch drin haben. Wunderschön, wunderschön. So ein paar Dinge würde ich jetzt gern schon mit Knochenmehl hochzüchten. Wir haben 37 Knochen kommen. Das ist mal nicht so geizig. Das ist mal nicht so geizig, ja. Geiz ist geil. Oh Mann, ich will jetzt keine Schleichwerbung hier machen. Keine Sorge, ich wurde jetzt nicht von diesem Laden bezahlt, irgendwie diesen Slogan hier, der ja von diesem Unternehmen, von dieser Elektromarktkette benutzt wurde, mal vor einigen Jahren, wurde ich nicht bezahlt, diesen jetzt hier im Let's Play zu sagen. Nein, ich wurde nicht bezahlt, keine Sorge. Das ist keine Schleichwerbung hier. Das ist hier keine Schleichwerbung, die ich auch nicht machen, sowas. So. Genau, bisschen Abwechslung reinbringen hier mit dem Anbau. So. So, natürlich, ich will natürlich dieses Feld gleich voll haben, auch wenn wir jetzt erstmal warten können, aber wenn, dann möchte ich schon, dass wir hier gleich bei der ersten Ernte wirklich den vollen Ertrag von dieser Plantage hier spüren können. Und deswegen mache ich hier das Ganze gleich voll. So. Sonnenuntergang müssen, aber wir müssen echt Fackeln da noch hinstellen, ne? Das müssen wir echt machen. Es geht auch schneller, wenn ich jetzt mal hier so ernte hier. Auch wenn wir jetzt hier die Umwelt kaputt machen, aber ja. Wie gesagt, muss einige Opfer bringen. Es ist einfach so. Da führt kein Weg dran vorbei. Es geht richtig schnell jetzt hier voran hier. Mann, immer nur hier die. Komm, 36 Kitzel mal raus. Komm, 36 Kitzel mal da raus. 36, das ist echt kein Problem. Komm. Ja, was springt raus? So. 36, einwandfrei. Der Mond geht auf, ich gehe völlig zufrieden nach Haus. Und ich esse mal wieder was. Komm, cool, nehmen wir noch mit. Wir werden beobachtet, ey. Das ist ja unheimlich, wir werden beobachtet von...
von dieser Spinne und diesem Enderman hier. Das ist ja sehr Stalking hier, naja. Montag, Anzeige ist raus an die Spinne und an den Enderman, weil die mich hier beobachten. Das geht natürlich gar nicht. So, das lasse ich mir nicht gefallen. Mann, oh Mann, das hat mir nicht gefallen, sowas. Und das ist natürlich auch schlecht, wenn das Feld nicht richtig beleuchtet ist. Das ist natürlich wieder mal eine Gesellschaft, ey Leute. Guckt euch das mal an. Das jetzt pass auf. Ja, das wusste ich. Na Kumpel, komm her. Komm her, wo bist du? Komm, wo bist du? Dein Kumpel, ah, kommt alle zwei her, ne? Ja, schaut mal her hier. So, kommt her. Kommt mal her hier, jawohl, so. So, ich tue mich jetzt mal ein bisschen regenerieren hier. Ja, gleich, Leute, geht's weiter. Ich muss nur was essen hier ganz kurz, ne, wa? Ja, komm, beobachte mich ruhig. Wache, Hausdurchsuchung, oder was, hä? So, ich lasse dich jetzt gleich, ja, komm. Polizei rufen, die es ja hier nicht gibt, oder eben die gleich killen. Das ist, letzteres ist hier die bessere Möglichkeit, bis wir hier eine Polizeistation, bis jemand eine Polizeistation die Ehre hat, mal hier aufzumachen, nicht wahr? Weil nachts ist das ja hier ein sozialer Brennpunkt, also das ist wirklich so. Nee, 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 du kommst gleich her, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, komm, geh weg von meinem Grundstück. Komm, 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 geh von meiner Insel runter, komm, geh von meiner Insel runter, du hast hier nichts verloren, Creeper, komm, komm. Ja, komm, komm mit ins Wasser, da kannst du keinen Schaden anrichten, komm. Ja, nee, 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 nicht umdrehen. Schau mal her, komm. Komm her doch. Ey, komm her, du feige. Komm her, du feige Sau. Komm her. Komm her. Oh, ja, guck mal her, ne? Ja, da hätte er ein paar Meter weiter hochgehen müssen, dann hätte er was zerstört. Aber er ist im Wasser gewesen, deswegen. Ey, wie feige war denn der jetzt, ey? Und das für eine feige Nummer von dem Typen jetzt gewesen. So. Das war jetzt eine richtig feige Nummer, war das. Das war jetzt auch ganz zu das Eis, aber er hat natürlich... Er hat natürlich nicht überlebt. So. Bald haben wir es fertig, dann... Na komm her, komm her, komm her, komm her. Wir müssen schon wieder die Umwelt verschandeln, das ist doch ein... Das ist doch ein Witz hier, Alter. Das ist ja... Nee, also das ist... Nee, nee, nee. Das geht gar nicht. Das geht ziemlich schnell hier gerade. Geht ziemlich schnell hier gerade. So, 27, 28, komm. Ja, wir machen wieder 36 voll. Das hat wieder vorher noch was genutzt. Wir machen wieder komplett 36 hier voll. Und hier gedeiht alles wunderschön. So sehe ich das doch gerne. So. Warte mal, hier, das sieht so karg aus. Warte mal, machen wir hier mit Knochenmehl. So.
Oh, schade, es ist aufgebaut. Gut, okay. So, 27. So, das sind 9. Genau, und wir brauchen noch 9 Samen. Dann haben wir es geschafft. Das ist natürlich einwandfrei. Dann ist das Feld soweit eigentlich fertig. Genau. Wie gesagt, dann brauchen wir natürlich noch ein paar. Noch ein paar Fackeln, um das Ganze zu erleuchten. Reicht. Wir müssen die Umwelt nicht weiter verschandeln, genau. So. Da ist es auch um die arme Hacke geschehen. Das geht natürlich gar nicht. So, das machen wir natürlich gleich. Fackeln, da habe ich noch genügend. Das passt. Okay, und dann machen wir noch hier so. Gut. Genau, noch eine neue Hacke. Genau, haben wir gleich alles. So. Machen wir noch die Fackeln drumherum und fertig ist das Feld, hätte ich gesagt. Ist ganz schön jetzt hier, ist schön groß und kann man auf jeden Fall mit leben erstmal. Natürlich später werden wir natürlich nur noch einen Anbau machen für Kartoffeln und Karotten und so weiter, ne? Wenn wir da mal auf Reisen gehen. Nicht so genau hier angerichtet sein. Muss ja einfach nur zweckdienlich. Nur zweckdienlich. Einfach bloß zweckdienlich. Dass es nachts nicht so dunkel ist hier. Gut, jawohl, so soll es so sein. So, einwandfrei. Da hätte ich gesagt, hätten wir unsere wunderschöne Plantage. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich wieder mal gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Ich stelle mich wieder mal auf meine Veranda drauf. Ich sage, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Lasst ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein, ciao.